was Lovecraft mit Lissabon zu tun hat. Bitte? Ich glaube ehrlich, was Lovecraft allerdings mit dem Vlog zu tun hat, ist, dass sich der Vlog ein bisschen in seiner Erzählweise ändern wird. Es gibt nämlich ein Projekt, das ich mit meinem guten Freund Marc mache. Da wollen wir einen Spielfilm machen. Und zwar wollen wir eine regionale Spukgeschichte, eine nordfriesische Spukgeschichte mit der Lovecraftschen Erzählweise kombinieren. Daran arbeiten wir und dieser Vlog soll diesen Prozess ein bisschen mit begleiten. Der Prozess hat bis jetzt 3 Jahre gedauert und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis es zu irgendwas kommt. Und das wird hier ein bisschen mit dokumentiert. Jedenfalls gehe ich davon aus. Jedenfalls ist das der Versuch. Mal schauen. Friedrich muss da unten sein. Friedrich! Friedrich! Die Geschichte der Geschichte ist übrigens eine Geschichte wert, weil weder Marc noch ich jemanden haben, der eine schützende Hand über uns hält. Und das ist auch gar nicht schlimm. Heute startend beginne ich den Vlog, ich weiß nicht, ob es dann wirklich noch ein Vlog ist, wöchentlich mit der Stoßrichtung darüber zu berichten, wie sich das Drehbuch entwickelt, bis zum fertigen Film. Das heißt, sollte der Film irgendwann mal Premiere haben, würde auch der Vlog enden. Wahrscheinlich, wir werden sehen. Das ist das Ziel. Und das Ganze soll in erster Linie einfach nur mir Spaß machen und ein wenig den Charakter haben, ein Tätigkeitsbericht zu sein, für mich eine Art Kontrolle. Und ja, ich bin da sehr gespannt und freue mich schon sehr auf die zukünftigen Vlogs. Nächste Woche bin ich in Naumburg, da gibt es einen JAF1. Mal sehen, ob ich da überhaupt Zeit habe, für das Drehbuch irgendetwas zu tun. Wir werden sehen. Friedrich, ich suche dich.